haben sie von hinten genommen. Okay. In der Garage eigentlich. In der Garage? Ja. Im Auto? Ja, halb im Auto. Hast du wenigstens verhütet? Nein, für was? Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für das. Wie heisst du? Ich bin Abu Sharmut. Was wäre für Sie eine Schweiz ohne Zürich? Schweiz ohne Zürich? Nein, Zürich ist Schweiz. Zürich nicht Frankreich, nicht Deutschland. Zürich Schweiz. Du sagst nicht Schweiz. Was? Zürich Schweiz, oder? Das ist Zürich. Ja. Zürich. Ich kenne Zürich. Schweiz. Verstehen? Ja. Ja. Machst Spiele, Frage, oder? Möchtest du ein paar Fragen stellen? Hast du Zeit? Ich muss schauen, weil Fatima hat mache Essen später. Ich muss. Ja, kein Problem. Ich 2 Stunden Zeit. Ist gut. Okay, du kommst mit. Vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit nehmt für das. Wie heißt ihr? Ilir. Niki. Heider. Bitte führe den Satz für mich zu Ende. Eine Schweiz ohne Zürich? Geht nicht. Okay, und eine Zürich ohne Schweiz? Das klingt schon besser, hä? Wäre nicht intelligenter, machst du Explosion sofort. Ich kenne ein paar arabische Kontakte, dann sofort Kaboom und du weißt, hast gute Sonne. Ja, das stimmt. Nein, also er explodiert, weil er hat sehr viel Sprengstoff drin. Aber je schneller er geht, je schneller ist der Winter. Hast du Sprengstoff? Ja. Habt ihr auch libanesische Cousins? Wahrscheinlich, ja, Hamas. Okay, also, danke vielmals. Die Distanz zwischen Zürich und Genf beträgt 224 Kilometer. Wie viele Meter sind das? Ich kann nicht ganz zurücklos. Okay, machen wir hier weiter. Zisch, schlau. Hey Gott, Tami, sag mir nicht, dass das ernst ist. Oh Mann, Mathe. Ich bin stumm, ich kann keine Mathe machen. Bist du auch Iraker? Nein, ich bin Albaner. Okay. Ich sehe ja Kante. Wie viele Meter sind das? 24.200, keine Ahnung. Nein. Produkt, national. Schweizerin. Aber mit oder ohne Winter, Sommer von Schweiz ist sowieso immer in Brasilien, oder? Oder Thailand. Oder in Albanien. Bitte nennt mir ein Ständerot. Ein Ständerot. Was ist das? Ein Ständerot. Ja, was ist das? Ein Politiker im Ständerot. Ueli Maurer. Das ist ein Bundesrat. Christoph Blocher. Vielleicht Simonetta Sommaruga. Das ist eine Bundesrätin. Ständerat. Ja. Ueli Maurer. Das ist ein Bundesrat. Blocher. Ich schwöre, ich kenne nicht so Spassis. Irgendetwas mit Thomas. Thomas irgendetwas, das weiß ich. Thomas Gottschalk. Ja, genau. Ist möglich, wenn ich zum Beispiel will, attackiere eine Frau kennenlerne, jetzt ich suche eine Freundin hier. Ja, geht super, ja. Jetzt ist das System in Schweiz anders. Kann ich direkt schlafen mit dieser Frau oder muss ich vorher offen ihre Hochzeit? Sie müssen sie zuerst heiraten. Auch in Schweiz gleiches System? Ja. Und wenn ich offeriere Geld, funktioniert vielleicht besser oder ein Stück Kebab? Ja, die Kamel sind auch gut. Okay, was machst du nachher? Wie viel Kamel bietest du? Sing mal bitte ein Mundartlied vor. Ich kann ein Zündensli anzünden und es hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für Zigaretten Wellen für ein Kätzchen. Ewige Liebe, das wünsche ich mir. Ewige Liebe, das wünsche ich mir. Rosalie, Rosa ist die Wiederwort. Warum holt man nicht sofort einen Araber, macht Kaboom und Sommer wird sicher direkt gut? Eine gute Idee, oder? Okay, danke vielmals. Gehst du heute noch Alkohol trinken? Nein. Warum nicht, wenn es eine Party? Ja, kein Alkohol. Ich bin 16, kein Alkohol. Aber wir wissen jetzt schon, dass Sommer wird scheiße in Schweiz. Also warum ersparen wir nicht diese Theater? Du musst nicht mich fragen. Okay, danke vielmals. Ja. Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Fast 3 Millionen, ne? 2 Millionen, irgendwas. Nicht ganz 8 Millionen. Oh ja? Nein. Ja. Schweiz? Ja. Wow, krass. Weißt du, wie viele Einwohner hat der Kanton Zürich? Wie viel? 1,4 Millionen. Krass. Aus welchem Land kommen die besten Ausländer? Italiener wegen gutem Essen und so. Ja. Albaner, Araber wegen Bombensplitter. Nein, Albaner, weil Albaner sind die nettesten Menschen. Sie kommen immer zu dir und fragen dich, hast du ein Problem, weißt du? Brasilianer. Brasilianer? Schippis. Gibt eine muslimische Umzugwagen hier? Mit Minaret? Noch nicht. Noch nicht, aber in 2 Jahren vielleicht.
Dann musst du den Antrag stellen, ja. Okay. Und aus welchem Land kommen die Schlechtesten? Portugiesen. Portugal. Portugal. Portugiesisch. Warum? Sie bauen unsere Häuser. Ja, da sind sie dankbar, gefälligst. Ja, also von denen, die man am meisten schlecht gehört, jetzt in unserem Alter oder bei meiner Schule. Musst du dich entschuldigen, sag es einfach. Albaner. Wieso? Die jodeln ja sogar. Ja, Eritreer gehen mir ein bisschen auf die Eier, aber sonst ist alles okay. So. Was ist das Peinlichste, was euch je passiert ist? Ja, ich glaube, das jetzt gerade da. Das Billigste? Das Peinlichste, nicht das Billigste. Ja, jetzt vorher hast du dich ein bisschen blamiert mit dem Kanton und so und Einwohnerzahl. Okay. Kamera ausgeht, schlage ich dich ab. Nein, Mann. Boah. Peinlichste. Mein Vater hat mich mit dem Wichs erwischt. Toll, und was hast du ihm gesagt? Was hast du ihm gesagt? Ja, er hat mich abgeschlagen. Was? Er hat mich abgeschlagen, er hat mich geflattert, er ist Araber. Also dürfen wir das nicht machen? Nein, weißt du, er lässt mich nicht. Er hat mich abgeschlagen, geflattert. Würdest du deine Kinder auch abschlagen, wenn sie wichsen? Nein, ich lande ja auf Ficken, da ist mir egal. Du wichst jetzt munter weiter? Ja. Okay. Vielen Dank. Ja. Ciao. Ja. Ciao. Danke vielmals. Okay. Du kommst mit coolere Sachen, du siehst cooler aus. Okay, warte, soll ich etwas Cooles fragen? Erzähl mir jetzt von deinem letzten Sex. Ist er gut gewesen? Nicht so gut? Wie viel hast du gezahlt? Ja, bring mir da mal eine, dann nehmen wir sie zusammen. Weißt du, dann kannst du sehen, wenn ich es mache. Was habe ich gemacht? Sie haben sie von hinten genommen. Okay. In der Garage eigentlich. In der Garage? Ja. Im Auto? Ja, halb im Auto. Hast du wenigstens verhütet? Nein, für was? Okay, ich weiß ja nicht, wie das hier in Zürich läuft. Vielleicht hat es darum so viel Zürcher.